Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Diablo 2 Lord of Destruction. In der letzten Folge haben wir ja den vergessenen Turm geklärt und jetzt suchen wir Deckard Cain. Aber hier leuchtet irgendwie jetzt ein Ausrufezeichen, deswegen würde ich gerne mal mit ihr reden wollen. Euer Lohn ist wohlverdient. Für uns war der Turm nichts weiter als ein Grabstein auf einem längst vergessenen Grab. Okay. Das heißt, das alles, was ich da gefunden habe, der ist meins. Der Orden heißt euch willkommen. So. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Und wir haben Runen gefunden. Die hatte ich ja ganz vergessen gehabt. Und zwar, wenn man Runen in einer bestimmten Reihenfolge eingesetzt hat, in Waffen zum Beispiel oder sowas, da hat es dann Special-Effekt gegeben. Also nicht nur die Effekte von den Runen, sondern auch nochmal einen Zusatzeffekt. Das bekannteste ist, glaube ich, bei den Schilden, beim Wappenschild gewesen. Da war es dann Ortral-Tal oder sowas. Das weiß ich noch. Das war cool. Ja. Und ich habe aus Schreck auch einen der Regenerationstränke benutzt. Nicht Schreck aus Versehen, sondern Schreck mit Absicht, weil ich dachte, wir sterben. Das wollte ich natürlich nicht. Oh, hier ist ja noch ein. Yeah! So. Als ich aus dem Kloster floh, habe ich den Horadrim Malus zurückgelassen. Meinen magischen Schmiedehammer. Wenn ihr ihn mir zurückbringen könnt, werde ich mit seiner Magie eure Ausrüstung verbessern. Ist doch nett. Ich will erstmal gucken hier. Vielleicht ein neuer Helm oder so. Oder ein Gürtel? Nee. Handschuhe auch, ne? Vielleicht eine andere Waffe, dass wir ein bisschen mehr Damage machen. Weil wir machen richtig wenig Damage. Habst du das Gefühl? Kann ich euch helfen? Zeig du mal, was du da hast, bitte. 13, 21, 16. Stärke, 5 Giftwiderstand, 6, 1 zu Geschick und Giftwiderstand, Blitzwiderstand. Schnellere Erholung, verbesserte Verteidigung. Irgendwie brauche ich mehr Stärke, sehe ich gerade. Also Geschick auf 33 und Stärke auf 33. Ein bisschen mehr auf. Blöd, Mann. So, gucken wir mal. Giftschaden finde ich sogar ein bisschen besser als Feuer. Noch einmal. So. Na komm, hab doch mal was Gescheites dazwischen. Muss doch mal was sein, was gut ist. Oh, die behalten wir auch. So, das behalten wir mal. Questlock. So, da ist der Hammer. Den kann man, glaube ich, auch überspringen. So, wir suchen aber Cain. Und ich depp.
wahrscheinlich Dunkelwald und Schwarzmoor. Ich glaube, das geht schneller. Ich könnte dann auch. Ich hatte hier irgendwas doch liegen lassen, ja. Das hier. Super, dann können wir jetzt hier einfach durchrennen. Ich glaube, das geht schneller wie. Wieder überall durchlaufen muss. So. Jetzt sind wir im Schwarzmoor. Besser als vorher schon. Obwohl bei Andariel wird es wenig bringen, weil sie ja auch Gift ist. Die können wir nicht vergiften. Aber bis dahin ist ja noch Zeit. Bis ich Andariel platt mache. Noch mindestens 2-3 Folgen, denke ich mal. So, wir sind jetzt im Schwarzmoor. Wir sind im Schwarzmoor. Dunkelwald müssen wir eigentlich. Aber ich suche eigentlich den Waypoint. Für das Schwarzmoor. Müsste ja hier irgendwo sein. Verdächtig aus, aber warum? Nö. Also wie gesagt, es gibt manche Leute, die können irgendwie aus den Fragmenten, wie die Karte zusammengesetzt ist, Sachen herauslesen. Ich kann das nicht. Also ich konnte das noch nie. Können dann immer gleich sagen, ja, da musst du nach rechts, nach links, nach oben, nach unten. Ich habe keine Ahnung. Ich laufe immer wie blöd herum. Auf gut Glück. Und suche alles ab wie blöd. Und finde es dennoch nicht. Bestimmt nicht sein. Also ich weiß, dass es Schwarzmoor einen Waypoint gibt. Dunkelmoor und Schwarzmoor gibt es einen. Da. Bei dem brauchen wir später, um zu diesen Tacho-Ländern zu gehen. Tacho-Hochland oder so heißt es. So, und jetzt suchen wir im Dunkelwald, genau hier, diesen Baum. Also da kann man jetzt echt nicht meckern, das war eigentlich ganz cool. Ring haben wir auch gefunden dadurch. Oh, hier. Gott sei Dank.
noch den doofen Baum. Wie konnte dieser Baum vom Verderben verschont bleiben? Ich kann nicht noch mehr. Ich muss mal eine kurze Pause machen. Der Hund ist gerade aufgesprungen. Ich weiß nicht, ob er jetzt natürlich irgendwo hin war. Ich gehe mal zu ihm. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Die Kleine hat gerade was zu fressen bekommen. Und. Ich bin überladen. Oh, ist jetzt gesättigt und liegt jetzt wieder da. Ich gehe dann gleich auch nach der Session hier. Ich kann nicht noch mehr tragen. Mit der kleinen Gassi. Ich bin überladen. Ich hoffe, die hält es auch noch so lange aus. Die hat leider noch so eine Babyblase. So, da muss man mit ihr halt häufiger Gassi gehen. Also ich gehe mit ihr alle 2 Stunden mindestens, außer sie schläft durch. Dann wecke ich sie natürlich nicht. Und ja. Zu ihr kommt auch bald irgendwann ein Video oder ist schon rausgekommen. Je nachdem, was ich jetzt zuerst wo mache, da stelle ich die Kleine mal vor. Toll, jetzt muss ich mit so einer blöden Schriftrolle rumlaufen. Echt jetzt? Oh, das habe ich vergessen zu verkaufen. Mit. Nein, Dolch haben wir noch hier rumliegen. Bisschen Gold. Ja, los geht's. Gehen wir mal erstmal verkaufen. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ah, ausgezeichnet. Ich habe die Runen dieser Schriftrolle entziffert. Ihr müsst die Monolithe finden und in der Reihenfolge berühren, die ich aufgeschrieben habe. Okay. Guten Tag. So. Mehrwert als unser, aber unser hat so schöne Sachen. Sowas wie Gift, Blitz, Feuer, Kälte, Widerstand, Magieschaden, Reduzierung, Angriff, Alleinschaden von 1, 9 Mana und mehr Ding. Alle Widerstände 3, aber ich hab mehr. Nee. Nee, 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 nee. Dolch brauchen wir nicht, weil hier ist ein schöner Ring. Nimm mal 2 diesmal mit. Blitzwiderstand. Ich hatte hier, glaube ich. Also nicht wundern, warum ich mit der Kleinen noch nicht Gassi gegangen bin. Also sie hat gerade eben erst gegessen. Und direkt nach dem Essen soll man ja nicht Gassi gehen, sondern man soll sie ein bisschen noch ruhen lassen. Weil der Körper arbeitet ja dann noch. Hat dann mit der Verdauung zu tun. Deshalb lasse ich sie jetzt kurz liegen. Bin also kein Tierquäler, bevor jetzt irgendwie was
Gemeines steht. Oh. So, 5 bis 9. Das Ding ist ja doch nicht so toll. Verkaufen. Was wollt ihr? Wieso ist das hier besser? Aber billiger. Komisch, oder? Sieben Giftschaden zu 6 und dann auch noch. Komisch, ja. Das war's. Ich würde es noch mal probieren. Seid gegrüßt! Reiert? Also Stiefel haben wir schon mal ganz gute, finde ich. Wir brauchen einen neuen Helm definitiv. Ein Amulett wäre mal schön. Und andere Handschuhe. Naja. Was ist hier? Level 6. Guten Tag. Sorry, Kleiner, aber... Ich will eine mit... Level 8. Ich nehme Weenie. Ich kann nicht noch mehr tragen. Danke. 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 So. Hier hätten wir unseren Folianten liegen lassen. Perfekt. So, und jetzt können wir eigentlich zurück zum Feld der Steine. Folge drücken, wie es Akara auf diesem blöden Ding auch drauf gemalt hat. So. 2, 1. Die Dinger explodieren. Tristram, erstes Opfer von Diablos Zorn. So, Deckard Cain ist direkt über uns. Da sind aber eigentlich recht viele Feinde. Tut mir so leid. Das wäre der Schmied aus dem ersten Jahr. Och, Mann. Ich bin überladen. Der tut mir immer so leid. Wenn ich ihn sehe. Mann, der war so sympathisch irgendwie. Jetzt. So. 8 schnellere Erholung. Danke. So.
Griswold war der stärkste, glaube ich, hier. Das ist, glaube ich, noch Pina. Hier oben ist Wirts Bein. Kleiner Gauner hier. Oder Wirt oder Wirts, wie der auch heißen mag. Ist der nicht im Englischen Wirt? Also im Englischen. Naja. Und mit seinem Bein, seinem Startportal, wenn man Diablo einmal durchgespielt hat, kommt man ins geheime Crew-Level. Von dem hatte ich ja erzählt gehabt, dass das immer als Mythos gehandhabt wurde. Ja. So, und hier unten sind jetzt Champions. So schlecht. Die Ausbeute. Hilfe. Hilfe. Kane geht zum Lager der Jägerinnen. Genau. Meine Worte. Oh, da ist noch einer. Oh, sogar ein Level up. Das ist so cool. Ich glaube, ich hatte hier noch nie so viele in Anführungsstrichen starke Gegner oder zumindest Gegner, die EP geben. Eigentlich immer nur so Peanuts gehabt, bis auf Griswold und irgendeinen. So. Jetzt geht's hier runter zum Lager der Jägerinnen. Da können wir gleich Story hören. Ihr habt euer Leben riskiert. Nein! Nein! Als Zeichen meiner Dank. Nein! Als Zeichen. Der Orden heißt euch willkommen. Wenn ihr diese Aufgabe. Wenn ihr dieser Aufgabe nicht gewachsen seid. Ihr habt euer Leben riskiert, um Kane zu retten. Dafür danken wir euch. Wir müssen unverzüglich seinen Rat suchen. Okay, das wollte sie also sagen. So, bevor ich was Falsches mache, ich rede nochmal mit Kane, weil dann kann er kostenlos für uns... Hallo. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich Gegenstände unentgeltlich für euch identifizieren. Yes. Ach. Bedauerlicherweise konnte ich nichts tun, um das Unglück zu verhindern, das Tristram verheert hat. Es scheint, als wären unsere schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Diablo, der Herr des Schreckens, wurde wieder in der Welt entfesselt. Wie ihr wisst, wurde Diablo vor einiger Zeit unter Tristram besiegt. Und als unser Held triumphierend aus dem Labyrinth unter der Stadt zurückkehrte, feierte er ein großes Fest, das mehrere Tage dauerte. Doch im Laufe der Wochen wurde unser Held immer wunderlicher. Er hielt sich von den anderen Stadtbewohnern fern und schien Anfälle finsterer Niedergeschlagenheit zu erleben. Ich dachte, möglicherweise wäre seine Prüfung so schlimm gewesen, dass er sie nicht vergessen konnte. Der Held schien mit jedem Tag, der verging, zerrissener zu sein. Ich erinnere mich, er erwachte viele Male schreiend in der Nacht und brüllte stets etwas vom Osten. Eines Tages verschwand er einfach. Und wenig später wurde Tristram von Legionen grässlicher Dämonen angegriffen. Viele wurden abgeschlachtet, und die Dämonen ließen mich zum Sterben in diesem verfluchten Käfig liegen. Heute glaube ich, dass Tristrams Held der dunkle Wanderer war, der diesen Weg nahm, bevor das Kloster fiel. Und ich fürchte noch Schlimmeres, mein Freund. Ich fürchte, dass Diablo von dem Helden Besitz ergriffen hatte, der ihn besiegen sollte. Wenn das stimmt, wird Diablo mächtiger werden als jemals zuvor. Ihr müsst ihn aufhalten, sonst ist alles verloren. Naja, und da der Held sich ja den Seelenstein Guten Abend. Im Kopf gewandt hat, müsste ja eigentlich da der Seelenstein hervorragen. So, einmal das da hin. Das
dahin. Die können wir nämlich später aus 3 können wir 1 machen. Ab Akt 2. Das ist eigentlich recht cool. Dann haben wir so einen großen Trank. So, hier haben wir. Nehmen wir die mal kurz raus. Die bringen uns noch nicht so viel. Damit kann ich jetzt noch nicht. Ja, ja. So, gucken wir mal, was es hier so Schönes gibt. So. Schön, euch zu sehen. Sowas hätte ich gerne eigentlich. So richtig geile Waffe, die richtig viel Damage macht. Auf zum Geschäft. Aber irgendwie. Oder ein Amulett wäre auch mal schön. Oh, hier. Das war jetzt cool. So, gucken wir nochmal. Vielleicht haben wir nochmal Glück. Also manchmal muss man da echt Glück haben. Erhöhter Schaden, aber trotzdem nicht so, dass ich jetzt sagen würde, berauschend weg. Ich glaube, noch eins können wir uns nicht leisten. Ich glaube, noch einen Versuch haben wir nicht. Nee. Schade. So, dann 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Und da, ab wann ist das hier möglich? Ah, Level 18. Okay. Also müssen wir hier Level 18, hier Level 24. Cool, cool. Also ich finde die Flammenfäuste bis jetzt gar nicht mehr so schlecht. Also erste Ladung macht so und so viel Schaden, Radius und dann Feuerschaden mit Zeit. Also wenn wir, glaube ich, den mit dem Blitzschaden hier beim Dariel machen. Wird der Horror. Ich hasse Akt 2. War es das jetzt? Spricht keiner mehr mit mir? Nein? Weil die letzte Quest fehlt mir noch. Naja, ich würde sagen, wir machen hier dann eine Cut. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Diablo. So, das. Achso, Level 14. Mit Diablo 2, Lord of Destruction als Assassine. Wir sind ja eigentlich jetzt eine Assassine mit Schild. Ich glaube aber, wir können auch Dual Hand. Das ist für zwei Klingen. Da, genau. Und die Möglichkeit zum Ablocken, wenn sie Waffen der Doppelclown-Klasse benutzen. Das heißt. Ich kann mit meinen Waffen blocken. Was ich cool finde. Was ich gerne auch machen würde, glaube ich. Ab Level 12. Ich glaube, nämlich mit zwei Waffen ist das Hammer. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie sie dann angreift. Ob ich dann doppelt so viel Schaden mache. Oder ob sich dann. Ob es irgendwie einen coolen Bonus gibt. Müssen wir mal gucken. Also, da bin ich mal gespannt. Und ja. Und in der nächsten Folge würde ich gerne. Vielleicht auch das Video mir angucken hier, weil wir haben, glaube ich, eins verpasst, und zwar das hier.
Oder ich lasse das. Ja, das gucken wir in der nächsten Folge uns dann an und dann starten wir da los. So, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja, falls es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Über einen Kommentar unten im Kommentariat. Und ja, falls euch generell gefällt, was ich so mache, ein Abo wäre super. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.